Hallo und herzlich willkommen hier auf adgaming.tv. Ich bin der Ed und heute mal seit langer Zeit ein kleines Unboxing-Video, und zwar zu einer neuen Maus, die ich gesponsert bekommen habe von Redcoon bzw. check24.de. Vielen Dank. Und zwar geht es heute um dieses schöne Stück hier, und zwar um die Razer MMOT, also Tournament Edition. Und ja, vorne seht ihr halt schon 8200 dpi und noch ein paar andere coole Sachen. Und zwar, ich lese das mal vor. Also, natürlich ist alles auf Englisch, das war ja klar. Also, sie hat unter anderem 20 programmierbare Tasten. Finde ich schon mal ganz geil. Besonders gut für MMO-Spiele. Das ist halt die Verpackung. Sieht auch richtig cool aus, finde ich. Ne? Mit so einem kleinen Roboter hier. Hat was. Nochmal von hinten. Aber jetzt wollen wir mal dazu kommen, das Ganze mal auszupacken. Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Mal gucken, ob ich da... Ah, hier. Eine Sekunde. Das haben wir gleich. Hoffe ich mal. Mal die coole Schere nehmen. Tada! Ist nämlich gut verklebt. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Na, das will nicht so, wie ich das will. Das ist natürlich ein bisschen doof. Peinlich. Doof ist, ich habe mir auch gerade die Fingernägel geschnitten. Jetzt habe ich natürlich recht wenig Fingernagel. Na komm schon. Gut verklebt. So. Jetzt haben wir einen. Natürlich hat das Ding auch zwei. Zwei Verklebungen, war ja klar. Anders geht es ja nicht. Ich möchte euch natürlich den Inhalt nicht vorenthalten. So, haben wir gleich. Ohne Moment. So, ich hoffe, jetzt haben wir es. Oder auch nicht. Ist hier unten auch noch zu geklebt. Nein. Ich will es natürlich nicht kaputt machen. Das wäre ja eine Schande um einen schönen Karton. Einmal beiseite. Ja, so sieht die Innenverpackung aus. Schächtelchen weg. Und da ist sie. In einem wunderschönen Rot. Hochglanz. Also optisch, ne? Sieht der Hammer aus. Gucken wir mal. Ich nehme sie mal raus. Und die ist unheimlich leicht, kann ich euch sagen. Wirklich unheimlich leicht. Gut verpackt. Wenn man hier an den ganzen Kram hier sieht, ne? Kann nichts passieren. Ja, das ist einmal die Maus. Die zeige ich euch gleich natürlich. Erstmal beiseite. Gucken wir mal, was hier sonst noch so drin ist. Was haben wir denn hier sonst noch? Lass mal gucken. Dieses kleine Tütchen hier. Hoppala. Nicht runterfallen. Mit auch wieder ein paar Sachen drin hat. Und zwar mit den coolen Aufklebern. No? Echt cool. So, dann hier so eine Quick Start Guide, Schnellanleitung. Und dann haben wir hier noch hier Garantieinformation. Aber keinen Treiber. Was ich ein bisschen schade finde. Aber na gut. Man kann nicht alles haben. Den Treiber müssen wir uns gleich runterladen. Und dazu sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich den Treiber installiert habe. Und wir gucken uns dann mal das Installationsprogramm an, beziehungsweise das Einstellungsprogramm so ein bisschen auf die Schnelle. Ich habe selbst noch keine Erfahrung mit der Maus. Das ist ja quasi Premiere. Also bis gleich. Nicht wundern jetzt, wenn hier gleich ein Cut kommt. So, da sind wir jetzt wieder auf der offiziellen MadCat-Seite. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe momentan keine Facecam an dafür. Ich denke, damit wir hier einen maximalen Überblick haben. Und zwar, wenn wir die Software brauchen, beziehungsweise die brauchen wir. Hier oben haben wir dann Support. Hier haben sie auch gerade andere Werbung für noch andere Mäuse gerade. Gehen wir auf Drivers und Software. So, und zwar gibt es extra den Treiber-Download und dann nochmal extra Software-Download. So wie ich das hier sehe, auch noch extra Sachen, also Profile. Ja, und dann werden wir ja gleich mal gucken dann. Vielleicht mal gleich das runterladen. So, wir wählen aus. Ich habe natürlich Windows 7, 64-Bit.
Dann hier die MMOTE-Maus. Passt auch. Download Driver. So, naja, das ist klar. Mach mal. So, das haben wir als Erste. Und jetzt gehen wir nochmal hier unten bei der Software. Wir wählen wieder unser Betriebssystem. MMOTE-Maus. Download Software. Ja, das wollen wir auch. So. Machen wir das jetzt? Okay, das haben wir. Jetzt gucken wir mal. Jetzt lade ich erstmal hier den Treiber, glaube ich, drauf. Mal gucken, ob das so geht. Ja. Okay, das passt. Ja, natürlich. Wir sollen den Lizenzvertrag hier akzeptieren. Akzeptor. Cool, Übersetzung. Mann. Möchten Sie diese Geräte-Software installieren? Ja, das möchte ich. Natürlich. Möchte ich das installieren. So, aua. Ich habe gerade ein bisschen wehgetan. Müssen wir halt einen Moment warten, bis das hier drauf ist. Und dann muss ich noch die Software selber installieren. Aber das kommt. So, jetzt sagt er mir, ich soll sie verbinden. Jo, können wir machen. Mache ich jetzt auch. Ja, die hat einen Klettverschluss um das Kabel, das ist cool. Das ist hier auch fest, wie es aussieht. In Ordnung. Jetzt müsste ich natürlich eigentlich erstmal die alte Maus abziehen, sage ich jetzt mal. Aber ja, da warten wir noch eine Sekunde. Warte mal gucken, was ich jetzt hier so abziehen kann. Ja, ich nehme mal jetzt kurz das alte Kabel bei mir. Ist egal, ich schließe das nachher noch vernünftig an. Jetzt nur mal zum Test. So. Gucken, ob er die erkennt. Aber ich denke mal schon. Das Gerät kann jetzt verwendet werden, okay? Falls euch wundert, was das für ein Geräusch ist, ich mache gerade nebenbei meinen Mund ein bisschen sauber. Ja. Okay, installieren von Gerätetreiber-Software, das macht er hier, das ist ja gar kein Thema. Ohne Memento. Na komm. Das Gerät kann verwendet werden und jetzt können wir hier auch noch weitergehen. Ja, da, mach mal. Dauert halt eine Sekunde. Ja, wie oft will er mich das denn noch fragen? Ja, ist doch in Ordnung. Ich mach das die ganze Zeit schon. Ein bisschen komisch gerade. Also ich habe gerade noch zwei Mäuse drauf. Meine alte Logitech-Maus. Die G700. Auch ein gutes Teil. Aber merkt doch jetzt schon, dass sie so langsam ja, in die Jahre kommt, weil diese Teflon-Füße, die auch hat, die sind wohl nur so aufgeklebt und ja, und deswegen schmiert das immer, also der Kleber löst sich dann, deswegen schmiert das immer dann so ein bisschen auf dem Dings, auf dem Mauspad rum. So, jetzt sagt er mir Neustart. Ja, okay. Kann sein, dass wir jetzt nochmal einen kurzen Cut machen und dann sehen wir weiter bei den Einstellungen. Also bis gleich. So, nachdem wir jetzt ja, neu gestartet haben, gehen wir jetzt mal auf die Software. Wie ihr seht, ich nehme mit Order City auf. Hab da mal einen kleinen Einblick drin, wie ich hier aufnehme. Ja, wir sind jetzt hier im Hauptmenü von dem neuen, von der Maus, von der Software. Und hier kann man wirklich eine Menge einstellen. Hier kann man zum Beispiel Profile, man sind sogar schon vorgefertigte, das ist ja mal richtig geil, importieren. Oder hier halt auch, Moment, ich mache das mal wieder zu, für die Übersichtlichkeit. Diverse Buttons, also seine ganzen Dinger hier, die braucht man, glaube ich, nur, ja, die braucht man nur hier drauf ziehen. Und schon kann man die programmieren. Total easy eigentlich. Ist auch gut beschrieben hier. Fenster rechts maximieren, Fenster links maximieren und so weiter und so fort. Und das Ganze auf zwei Modi, wie ich das hier sehe. Man kann, die Seitentasten, das sind die Seitentasten.
Das ist einmal hier. Das zeige ich euch gleich noch. Nochmal. Aber dann wollen wir jetzt mal kurz die Software angucken. Ja, dann gehen wir hier mal auf Tasten. Da kannst du wirklich auch alles noch belegen. Also das ist der reine Wahnsinn, was du darauf machen kannst. Du kannst Favoriten dir erstellen oder sogar benutzerdefinierte Kombos, sage ich jetzt mal, machen. Hammer. Mal kurz auf Einstellungen gehen. Und hier kannst du sogar noch die DPI-Stufen einstellen. So wie ich das sehe, wie gesagt, ich habe die Maus das erste Mal in der Hand. Den DPI-Schalter kannst du ein- und ausschalten. Dann die Präzisionszielfunktion, das ist auch noch so eine Sache. Da kannst du, wenn du das Ganze hier so ein bisschen langsamer stellst, desto schneller geht diese spezielle bei der Tastendrücken, das sieht man ja. Und wenn ihr dann drauf drückt, dann hat man so eine spezielle Zielfunktion nochmal. Und je mehr ich das auf Maximum stelle, desto langsamer ist das. Das heißt, für Sniper-Sachen und sowas ist es, glaube ich, eine coole Sache. Ich packe das jetzt mal auf 89%. Man kann sogar den Stromverbrauch einstellen. Wahnsinn. Dann diese Abhebehöhe ist dazu da, wenn man zum Beispiel auf einen ganz glatten Untergrund oder auf ein Stoffmauspad oder irgendwie sowas spielt, kann man das alles einstellen. Dann gibt es noch so eine Sensordämpfung. Gut bei Stoffunterlagen oder Schallschwingungen, wenn Schallschwingungen auftreten, also wenn irgendwie der ganze, wie ich es verstehe, so, dass der ganze Tisch bebt, kann man machen, aber naja, das muss ich alles noch rausfinden. Es gibt hier sogar noch ein Lernprogrammvideo, Programmierhandbuch, Kurzanleitung und. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Ich wollte euch nochmal kurz ein paar Sachen, nochmal ein kleines Highlight gleich zeigen. Also bis gleich. Ich mache nochmal ganz kurz einen Cut. Ja, da bin ich wieder. Und zwar wollte ich euch nochmal eine Besonderheit zeigen an der Maus. Und zwar kann man die, wie bei allen Madcats-Mäuse, sag ich jetzt mal, an seine Handform so ein bisschen anpassen. Nicht ganz so umfangreich wie bei anderen Modellen. Aber finde ich doch mal ganz cool. Und zwar gibt es hier hinten, schlecht in der Kamera jetzt, gibt es hier auf der Rückseite, Sekunde, ich muss erstmal das finden, so einen kleinen Knopf. Wenn man den gedrückt hält, kann man... Vorhin ging es doch. Oh, geht aber schwer. Na komm. Vorführeffekt natürlich. Jetzt geht's. Wie ihr seht, kann man hier zumindest die Auflagefläche nochmal verlängern. Finde ich eine ganz coole Sache. Also wenn man ein bisschen größere Hände hat, kann man sich das daran anpassen. Da ich aber relativ kleine Hände habe, lasse ich das mal in der Ausgangsposition. Dann natürlich hier noch die Tasten. Ne? 12 Stück sind hier an der Seite. Dann hat man hier auch noch eine Taste. Mausrad ist ja klar. Dahinter ist der DPI-Schalter. Kann man einschalten. Hier nochmal ein paar kleine LEDs an der Seite. Kann man jetzt gerade schlecht sehen. Ja. Naja, das ist halt die Maus. Und ich denke, mit der werde ich eine Menge Spaß haben. An der Stelle nochmal gesagt, danke an Redcoon, danke an check24.de. Wenn euch das hier gefallen hat, denkt dran, bitte Comments eventuell, Abo dazulassen. Ansonsten bin ich erstmal raus und wir sehen uns beim nächsten Unboxing-Video beziehungsweise bei meinen nächsten Let's Plays. Macht's gut, euer Edmund@gaming.tv. Bye, bye.